Krebs, Topinambur-Schaumsuppe mit Rohschinkenchips. Benötigte Zutaten für 4 bis 6 Portionen Suppe sind 1 Kilogramm Topinamburen, 100 Gramm Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, Butter oder Butterschmalz, Schlagobers, Salz und Pfeffer. Für die Einlage koche ich 2 Topinamburen in der Schale. Natürlich brauchen wir auch Rohschinken. Diese wird der Länge nach geschnitten. Die Rohschinkenscheiben auf das Gitter legen. Mit 200 Grad schieben wir den Rohschinken in den Ofen und warten, bis er knusprig wird. In der Zwischenzeit können wir die Topinamburen schälen. Wichtig ist, dass die Topinamburen gleich in kaltes Wasser kommen, sonst werden sie braun. So, die Chips sind jetzt knusprig. Die geben wir jetzt auf ein Küchengerät. Die Zwiebel klein schneiden. Topinamburen schneiden wir ein wenig zusammen. Dabei ist wichtig, dass sie nach dem Schneiden gleich wieder in das kalte Wasser kommen. Zwiebel und Knoblauch ohne Farbe ein wenig anschwitzen. Topinamburen dazu auch ein bisschen anschwitzen. Da ist ebenfalls wichtig, dass wir keine Farbe bekommen. Jetzt gießen wir mit Wasser oder Gemüse vorauf. Circa ein Dreiviertel Liter. Während die Suppe dahin kocht, können wir die Einlage schneiden. Suppe lassen wir jetzt ungefähr 20 Minuten langsam dahin kochen. Wenn die Topinamburen weich sind, kommt der Viertel Liter Schlagobers dazu. Noch einmal aufkochen lassen. Jetzt können wir die Suppe mixen. So, noch einmal abschmecken. Nehmen wir den Nachwürzen. Noch einmal umrühren. Und anrichten. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, abonniert meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen.